Recht herzlich willkommen zur 83. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, kleine Update-Probleme wieder mal. Die Herrschaften meinen, sie müssten einem was Gutes tun, tun aber dabei nichts Gutes. Die DSGVO musste ja eingefügt werden, deswegen musste ich jetzt hier so ein bisschen basteln, dass ich wieder auf meinen alten Stand kam. Richtig doof sowas, aber naja, das haben uns die Europäer dann da eingehandelt. Schauen wir mal weiter. Wir waren jetzt so weit, dass wir hier oben Truppen ausgehoben haben. Hier unten sind noch 14 Schiffe, sehe ich gerade. Okay, die müssen auch bleiben wohl. Wir wollen jetzt, wir hatten noch Truppen angestoßen. Lass mal gerade hier auch weitergehen. Die müssten ja bald hier rauskommen, ne? Und da kommt noch ein Angebot. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Okay, da wird es besetzt, ist klar. Nochmal eine Besetzung von der Bretagne. Wir generieren auch Truppen hier, also generieren nicht, sondern erholen uns da mit den Truppen. Und jetzt müssen hier mal bald welche rauskommen. Schiffe werden gebaut und noch Truppen. Die Schlacht vom Ärmelkanal wurde verloren. Die haben sie aus dem Hafen gelockt oder was? Das ist ärgerlich. Da sind sie alle draufgegangen oder wie sehe ich das? Ich sehe kein Schiff mehr. Das ist richtig ärgerlich, okay. Okay, da kommen die Einheiten raus, da oben. Hier kommen noch einzelne Schiffe jetzt. Ja, das ist dann auch da schon vorbei. Okay, das haben wir verloren, ist auch klar. Hier oben sind noch zwei Einheiten, die schicken wir da noch schnell hin. Ja, alle wollen uns Geld geben. Ja, komm, zack, machen wir mal. Essex wird von Hamburg besetzt, okay, das ist auch verloren gegangen. Komm. Das lehnen wir aber ab. Okay, ablehnen. So, jetzt gehen wir mal gerade die Hamburger begrüßen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ich sehe jetzt, die sind da unten geblieben. Die müssten wir aber wohl schlagen, die Hamburger, wenn da nicht noch 1000 Leute nachkommen. Aber das geht ja jetzt wieder gar nicht hier, ne? Kolonialabenteuer. Na, dann machen wir das obere, ne? Schiffe können wir uns so oder so nicht leisten. Gut, das haben wir jetzt gewonnen. Und dann ziehen wir gleich da runter und machen da weiter. So, das sind 21, die sind jetzt mal siegreich. Befreien wir da oben erstmal. Nochmal Bretagne besetzt. Das ist jetzt hier drüben, ne? Wow, da sind einige mehr. Aber hier unten werden wir mal gucken, dass wir das jetzt hier mal wieder freikriegen. Okay. Da kommen die nächsten an Land. Die nehmen wir als erstes, bevor wir das Land befreien. Sonst gruppieren die sich nachher irgendwo noch. Zu, dass wir die Schiffe ein bisschen zusammenkriegen. Das kann ja nicht sein, dass die jetzt hier hin und her laufen, ne? Und ich finde den Hit, dass das hier immer runtergeht, ohne dass wir irgendwie einen Einfluss darauf haben. Wo sind sie abgehauen? Sieht so aus, ne? Nö, bis da unten sind sie gelaufen, finde ich toll. Und die kommen jetzt dazu, oder? Hamburger schlagen wir jetzt erstmal. Haben wir geschafft. So, jetzt nochmal da hoch. Bretagne ist schon wieder weg, oder wie sehe ich das? Okay.
wir akzeptieren das Friedensangebot von der Bretagne. Da kannst du nichts machen, ne? Das läuft, oder? Ja, toll, oder? Das ist. Das ist null, ne? Das ist null, sowas. Sowas macht keinen Spaß. So spielt man kein Spiel. Wo habe ich denn hier was groß, ne, machen können noch? Nix. Ja. Hier die beiden Ländereien oder wie sind das? Bretonisch-Louisiana heißt das jetzt. War das hier komplett bedeckt oder was? Wahrscheinlich haben die Neufundländer noch nicht mal geschafft, sich zu wehren. Naja. So ist das halt. Kannst nichts machen. Kriegst du auch nicht hoch hier, brauchst du auch keinen Gedanken mehr drum machen. Handelskriegsgrund. Da sind ein paar Dingens kaputt gegangen, egal. Quarantäne stellen. Ja, was willst du dann noch machen, ne? Hast du schon die Motivation dann verloren, oder? Kommen die nicht mehr aus dem Hafen raus, oder was? Na toll. So, wo sind unsere Schiffe da? 7 Stück an der Zahl. Haben wir jetzt geeint. Hier sind 13 Leute. Ne, 24, nicht 13. Wenn wir jetzt hier so, oder? Da wären wir schon längst runtergeflogen wahrscheinlich. Ja. Oh, sind sogar noch Schiffe noch nicht mal zusammen. Ja, so ist das. Weiß gar nicht, warum das jetzt hier so ruckelt. Seit dem Update ist das erst so. Auch nicht so dolle, ne? So, können wir da was tun? 90 brauchen wir, 59 haben wir. Läuft, ne? Können wir einen machen, das wird uns auch nicht weiterhelfen. Da verlieren wir Dukaten. Stabilität können wir nicht mehr verlieren, nehmen wir die. Können wir abrufen. Da können wir einen hinsenden. Da geht's nicht. Haben wir nur einen? Ne, da geht auch noch einer. Senden da aber noch zwei hin. So, da sind wir wieder. In unserem Heimatland.
Waffenstillstand mit Holland beendet. Sehr schön. Geht mal nach Holland, nach London. Lüttich beendet, okay. Drum. Da ist der gestorben. Können noch irgendwo investieren. Da, sehr schön. Okay. Schon 28 da. Da geht immer noch nichts. Müsste aber gleich soweit sein. Oh, da müssen wir schon nach. Jetzt haben wir die stabil gesteigert, aber die kommen da gleich sowieso noch raus. Mehr geht nicht. Ich bin enttäuscht. Minderwertiges Kupfer, okay. Da sind wir jetzt auf minus 2 wenigstens. Aber die kommen dann noch, die Norweger, ne? Bistum, Kostenschiffe. Kostenkulturänderung nehmen wir. 70 Dukaten haben wir über. Armeetradition wollen wir nicht verlieren. Militärische Macht 12 ist nicht viel, können wir auch gerade machen. Nochmal und schon ist das Ding durch. Okay. Was hier noch? Okay. Und da ändert sich nichts, ne? Das lassen wir dann so. Ja. Das erledigt. Stabilität können wir nicht steigern. Fehlt noch was. Okay. Diplomat gestorben. Müssten wir Rebellen unterdrücken mal machen. Haben wir geschafft. Dann sind die auf 40 wohl. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier die Dingens runterkriegen. Das ist nur so vernünftig möglich, ne? Tja. Oh, hier unten, wer ist denn das? Kann. Cordoba, okay. Kastilien. Kastilien holt sich sein Land zurück, oder wie ist das? Dann geht's den Aragon-Leuten gar nicht so gut, oder wie sehe ich das? Da ist jetzt auch noch ein Aufstand. Gut, Händler, Diplomaten. Was ist das jetzt hier? Korruption steigt. Da können wir was gegen tun auf jeden Fall. Korruption bekämpfen. Talent tilgen. Was haben wir denn da? 70. 289. Und 100. Alle weg. Ja, können wir Leiden lindern. So, das ist viel Geld noch. Korruption wird bekämpft. Inflation haben wir nicht. Ja. Hier haben wir keinen zurzeit. Was brauchen wir denn hier jetzt nochmal?
administrative Macht. Dann stellen wir doch da mal einen ein. Der ist jetzt um halben Preis, oder wie sehe ich das? Produktionseffizient ist, okay. Der kostet 2,66 monatlich. Dann nehmen wir den noch. Okay, dann kommen wir damit 5 auch besser voran. Eingeborene sind da irgendwo unterwegs. Wohnen, okay. Ja, hier sollten wir vielleicht auch noch einen einstellen, ne? Machen wir. Wenn wir schon dabei sind, vielleicht haben wir da, ja, komm, den nehmen wir auch noch mit dann. So, dann haben wir alle da beschäftigt. 79 geht dann hoch. Geht noch nicht. Zimmerkriegsgrund gegen Frankreich verloren. Ja. 27 Truppen, ne? Auch schön. Wie sieht es hier hinten aus? Aber warte mal, Korruption müsste jetzt gehen, ne? Oder? Ne, doch noch nicht. Ein Punkt fehlt. Okay, die sind ja noch drin. Wo sind die Herrschaften von... Ja, bleibt ihr mal da, alles gut. Ja, das geht dann gleich auch nicht mehr. So, da können wir senken, das ist schon mal gut. Jetzt wird das mit den Dingens hier auch besser werden, denke ich. Ja, sieht so aus, als ob das dann alles sinkt. Ist schon grau und nicht mehr weiß. Na komm, unterstützt die. Pelze hat sich das verändert und die gehen auch von alleine hier bald kaputt, oder wie sehe ich das? 445 Siedler. Okay, die können die nicht verändern, die Provinz mehr, dafür sind sie zu schlecht. Ja, was machen wir dann? Hier können wir noch nicht. Wie viel haben wir? 24. Ja, so ist das halt. Müssten jetzt ein paar Truppen rüberbringen, ne? Haben wir mal kein einziges Schiff, oder? Doch, 8 Stück haben wir. Irgendwann ist das Geld alle, dann geht das nicht mehr. Oh, das sind drei. Oh, guck mal, geht auch gerade 30, dann ist es vorbei. Okay. Der Chef ist da noch drin, alles gut. Korruption. 34 dauert noch. Nicht Korruption. Stabilität. Da sind auch die Pelze gekommen. Ja, jetzt kommen da Schiffe zu. Werden überall produziert dann wahrscheinlich. Stabil kann ich jetzt nicht verlieren. Oh, 20 Armee-Tradition ist halt so, ne? Standmodifikat abgelaufen, alles gut. Jo, sag ich mal, erstmal soll's für diesen Moment hier reichen, ne? Und ja, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.